Vielleicht kann ich ja die Mitleidskarte spielen. Also meine Jordan 4 wurden gestohlen letztens erst. Wo? Almando. Klingt schon so gefährlich. Du bist der Maximilian, gell? Ja, sicher. Okay. Geht's? 3, 2, 1 und zack. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einer weiteren Ausgabe von... Das hätten wir vorher absprechen sollen, ja. Aber ihr habt das im Titel gelesen. Wir verlosen heute wieder zwei Off-White-Shirts. Die haben wir hier schon vorbereitet. Diese zwei Modelle verlosen wir hier. Eins mit einem furchtbar katastrophalen Hypebeast-Design und eins ziemlich schlicht. Das gefällt mir, würde ich selber auch tragen, wie man sagen würde. Würde ich genauso tragen. Und wir haben auch noch einen Special-Preis. Hätte ich eigentlich anziehen sollen. Aber wir verlosen heute den neuesten Hoodie von M&M, den M&M Zip Hoodie mit der M&M 3D-Pressung. Heute um 19 Uhr für all jene erhältlich, vor Release für einen von euch erhältlich. Wer hätte lieber das Off-White-Shirt? Hände nach oben. Wer hätte lieber den M&M-Hoodie? Hände nach oben. Oha, nice. Das war nicht abgesprochen. Das sind die Preise, die wir heute zu verlosen haben. Wir kennen, glaube ich, die Regeln. Das heißt, die werden wir uns sparen. Kennt irgendjemand die Regeln nicht? Du kennst es nicht? Perfekt, du spielst nicht mit. Der Rest ist dabei bei Off-White oder Off-White. Ah, Spaß, erklärt's ihm halt dabei. Weißt du was? Du bist der erste Gegner. Die erklären wir schon noch die Regeln. So, okay. Freunde, dann würde ich sagen, wir quatschen nicht länger. Ich gebe dir mal den Hoodie. Freitag, 19 Uhr, Freunde. Da auf jeden Fall auf Start sein. M&M Vienna, es kommt auch ein nicer Sweater. Ich wollte eigentlich einen anziehen, aber ich habe vergessen. Du bist schuld, Jasse. Okay, Freunde, wir haben unseren ersten Spieler. Erklärt sie mal die Regeln. Also im Prinzip ist ganz einfach. Jeder kriegt 1 Euro und 1 Cent. Wir spielen die normale Edition. Du musst nichts hergeben. Siehst du mich durch die Brille? Okay, perfekt. Jeder kriegt 1 Cent und 1 Euro. Willst du das Off-White-Shirt, gibst du den 1 Cent. Willst du lieber einen 15% Heidnitz-Gutschein. Vielen lieben Dank an Heidnitz für die zur Verfügungstellung. Übrigens M&M-Produkte hier in Wien erhältlich. Das ist der zweite Preis. Es können beide einen Gutschein bekommen, aber nur einer das Off-White-Shirt. Das heißt, geben beide 1 Euro, bekommen beide einen Gutschein. Geben beide 1 Cent, kriegt keiner was. Gibt aber nur einer 1 Cent und der andere 1 Euro, kriegt der den 1 Cent gegeben hat, das Off-White-Shirt. Somit kann man sich absprechen, aber es kann natürlich auch sein, dass einer lügt. Also genau das, was wir sehen wollen. Wir lassen dir noch eine Runde zum Überlegen, wie die Spielregeln eigentlich funktionieren. Perfekt. Und ich würde sagen, wir starten... Dich kriege ich, glaube ich, gar nicht auf die Kamera, aber wir probieren es. Perfekt. Wie heißt du? Simon. Simon? Ja. Okay, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Okay, super, freu mich. So, ich glaube, alle wollen mitspielen, oder? Ja. Gut, wir nehmen eine Dame. Sie, bitte. Ach so, da habe ich noch gar nicht geschaut. Ich bin um ehrlich zu sein, eine Frau. Okay, kommt ihr zweimal her. Ihr spielt Schere, Stein, Papier gegeneinander. Wer gewinnt, darf von euch zwei antreten. Ja, top. Freunde, das war's von diesem Video, wenn es euch gut gefallen hat. Okay, jetzt kommt's. Ja, okay. Wie heißt du? Mia. Mia. Mia und Simon. Perfekt. Mia und Simon, dann darf ich euch bitte daher bitten. Seid ihr geimpft? Ja, ich bin nur genesen. Perfekt. Du bist? Ich bin geimpft. Super, dann könntest du die Masken runternehmen. Ja. Dann stellt euch bitte ein bisschen näher zu mir her und schaut in Richtung Kamera. Kriegst du beide drauf? Ja. Praktisch ist, ihr habt bestimmt dieselbe Größe. Ja? Wir haben da ein Shirt in L, werden wir nehmen, oder? Du tragst es einfach, wenn der heiß ist im Sommer, als Bauchleiberl. Und du tragst es zum Schlafen gehen. Ja. Perfekt, da hast du mal deinen 1 Cent und deinen 1 Euro. Und das Gleiche gilt auch für dich. Was hat euch dazu bewogen, heute herzukommen? Ist sich nach dem Basketballtraining noch ausgegangen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe eh kein Training heute. Also. Okay. Spielst du Basketball? Ja, ja. Okay, perfekt. Was hat dich bewogen, daher zu kommen? Ich weiß nicht, mein Freund ist da gerade gekommen. Wer ist dein Freund? Wer ist der Freund von ihr? Der Lukas. Oh, der schaut cute aus. Nein, ist nicht mein Freund, sondern mein nicht bester Freund. F in die Kommentare für den gefallenen Bruder. Wir drücken ihr natürlich trotzdem die Daumen, auch wenn heute nichts mehr geht. Was wäre euch lieber, ein Gutschein oder das Shirt? Ein Shirt. Ein Shirt, okay. Und dir? Ja, same. Okay, das heißt, ihr wollt beide das Shirt. Ja. Es kann immer nur einer das Shirt bekommen. Ja? Das ist die Problematik. Okay? Das ist die Problematik. Deswegen könnt ihr jetzt in Form eines Gesprächs euch abmachen, wer das Shirt nimmt oder wer den Gutschein nimmt. Ja, let's go. Bisschen lauter auch für das Mikro. Was soll ich sagen? Du bist voll los. Glaubst du, dass du mit Schmeicheln weit kommst bei ihm? Nein. Okay. Okay, ich gebe dir vielleicht 1 Euro. Oh, das geht leider nicht, dann will ich wieder zurück. Wie schaut es bei dir aus? Ja, weiß nicht, 1 Euro? Weiß nicht. Hast du auch gerade einen Absturz? Ja. Warte, wie? Ich glaube sogar die Verwirrung ist verwirrt gerade. Was war jetzt die Frage? Top, die Spielregeln kennst du? Ja, irgendwas.
mit 1 Euro, das haben sie eh erklärt. Irgendwas haben sie? Okay, top. Also es funktioniert heute richtig koordiniert. Schön, dass wir wieder so einen Einstieg mit Off-White oder Off-White haben. Ich bin 2,10 Meter und es ist nicht so einfach für mich, ein T-Shirt zu kaufen oder Schuhe und so. Das ist eigentlich ehrlich. Also, aber es ist mir eigentlich relativ egal, ob das Gutschein oder Off-White-Shirt. Willst du vielleicht mir einen Gefallen tun und dass ich ein Shirt nehmen werde? Also ich meine, was soll ich sagen, ich glaube, ich habe die richtigen Kandidaten ausgewählt. Die wissen, was sie wollen. Wie gesagt, ich bin 2,10 Meter und es ist auch nicht so einfach für mich. Also du gibst den Cent, so oder so? Ja. Okay. Und du? 1 Euro. Du gibst 1 Euro? Ja. Das ist sehr klug, ja? Das heißt, du schenkst ihm das Shirt? Nein. Okay, wisst ihr, wie die Spielregeln funktionieren, oder? Ja. Du gibst jetzt den Euro und er gibt den Cent. Nein, ich gebe einen Cent. Ich gebe einen Cent. Okay, und du auch? Ja. Gut, das heißt, darauf habt ihr euch geeinigt. Finde ich intelligent. Ja, das macht Sinn. Top. Dann gebt mir verdeckt die Münzen. Wer weiß, ob sie mir wirklich den Cent geben, aber du kannst mir mal die Münze geben. Okay, top. Und du kannst mir die Münze geben. Ja, war natürlich besonders intelligent, Freunde. Ratet mal im Chat, was passiert ist. Schreibt es jetzt in die Kommentare. 19 Uhr, M&M-Job. Beide haben den Cent gegeben, somit gehen beide leer aus. Ja? Das tut mir natürlich leid für euch. Für euch ist natürlich umso praktischer. Was ist da gerade passiert? Ja, dumm waren's. Okay, Freunde, wir nehmen... Was geht? Okay, passt, nehmen wir dich. Oh, anscheinend muss man nur auffällig sein und da kommt man dran. Das ist auch eine gute Methode. Wer steht da leicht dahinter? Ja, wenn er schüchtern ist, will er nicht vor die Kamera. Du, mit dem M&M-Hoodie, bitteschön. Wie heißt du? Jakob. Jakob, bist du geimpft? Ja. Perfekt, kannst du Maske runternehmen. Du? David. David? David. Okay, David. Schaut Bombe aus. Schöner Jeans, schöner Hoodie. Perfekt, wolltest du mir die Hand geben, gell? Ja. Es ist Corona. Sorry. Okay, ihr kennt die Spielregeln. Ich glaube, ich muss nicht viel erklären. Die haben mir die Münzen nicht zurückgegeben. Ah, ich hab's da angeschickt. 1 Cent. Dankeschön. Und 1 Euro. Okay. 1 Cent und 1 Euro. Okay. Ihr dürft das aussuchen, das weiße oder das schwarze Off-White-Shirt? Ja, nehmen wir weiß einfach. Passt. Wenn ihr die Spielregeln kennt, dann könnt ihr euch jetzt schon mal absprechen. Wärst du, für, du willst natürlich das Off-White-Shirt haben, ja, oder? Ich bin aus Salzburg gekommen. Ah, du warst das. Okay, genau. Hast du mir ja auf Instagram geschrieben. Ich werde aufs Off-White-Shirt gehen. Okay. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann dir 30 Euro PayPal überweisen. Wenn du mir gibst, ich gebe dir mein Wort, schick dir sofort. Ja, 30 Euro PayPal. Ja. Ich hätte lieber Gutschein oder Shirt. Gutschein. Von mir aus. Du hast mein Wort, Bro. Ah, ich hab kein PayPal. Ah, das ist blöd. Ich kann dir auf Bar geben. Ich kann abnehmen, mit Bar geben. Bro, du hast mein Wort. Ich geh mit dir zur Bankomat. Hä? 40? 40. Mach mal 40. Okay. Okay. Das heißt, ihr habt es quasi ausverhandelt. Du gibst ihm 40 Euro. Wir können gerne zur Bankomat dann gehen gleich. Ich heb dir ab. Also, du gehst mit mir runter. Okay, das heißt, du steigst mit 40 Euro aus und er kriegt das Off-White-Shirt. Okay. Für dich praktisch. Ja. Hast du ein Off-White-Shirt für 40 Euro? Gekommen, was der extra. Ja, musst du auch bezahlen. Er muss quasi mit was nach Hause gehen. Genau. Okay. Ich bin mir eh sicher, dass er die 1 Cent nimmt. Ja, natürlich. Da waren schon einige sicher in diesem Spielformat. Na gut, dann habt ihr euch quasi entschieden, oder? Ja. Gut, dann könnt ihr mir jetzt verdeckt die Münze geben. Fangen wir vielleicht bei dir an. Mhm, okay. Und bei dir? Na, Spaß, wir haben genau das gemacht, was abgesprochen war. Du kriegst das Off-White-Shirt. Wir gehen Bankomat, weißt du, wo er ist? Ich gebe nicht aus. Okay, die Brüder gehen Bankomat und du kriegst dein Off-White-Shirt. Viel Spaß damit, gratuliere und dir Gratulation zu 40 Euro. Haben wir ja noch was, gell? Okay, so, wir legen los mit dem meistbegehrtesten Piece heute, mit dem M&M Zip Hoodie. Das ist allerdings ein Zip-Hoodie in S. Ja? Okay, vielleicht du und dann nehmen wir noch einen von unseren jüngeren Kandidaten, du im gelben Hoodie. Perfekt. Okay, top. Komm gerne her. Sehr farbenfroh gekleidet. Cooler Hoodie, by the way. Bist du zufrieden damit? Voll. Deswegen hättest du gerne noch einen, gell? Super Qualität. Na sicher. Vor allem, aber Fützteier, gell? Ja. Na, zahlt sich aus. Wie heißt du? Julius. Und wie heißt du? Alexia. Dann bitte kommt's auf meine Seite. Das ist das Produkt, das ihr gewinnen könnt. Den neuen M&M Zip Hoodie. Du kannst mal kurz mein Mikro halten. Danke. Gerne. Kommt jetzt am Freitag raus mit der M&M 3D-Pressung. Zip Hoodie. Hinten nochmal die Pressung. Und vorne haben wir dann nochmal den Zipper größenverstellbar. Ja? Ein Ding, das könnte ich mir an beiden sehr, sehr gut vorstellen. Ihr kennt die Spielregeln, oder? Ja. Ich habe bei irgendwem den einen... Hab die 1 Cent. Ah, top, danke. Hast du den Euro auch noch, oder?
Ich hab den Euro. Ah, da schaust du an. Du wolltest nur mal 39 Euro zahlen, gell? Also ihr hättet natürlich gerne den Zip-Hoodie, oder? Ja. Gutschein wäre euch auch recht, oder? Ja, schon auch. Ich gebe dir mal den einen Cent und den einen Euro. Zack, und dir auch. Auf was werdet ihr gehen? Was wirst du haben wollen? Also ich weiß nicht, würdest du ihn gönnen? Nein, oder? Wahrscheinlich auch nicht. Also ich sag mal so, von den Gutschein hätten wir beide was. Ja, eh, aber der ist schon sehr wild. Danke dir. Vor Release. Vor Release, du hast den vor allen anderen, ja? Tja, was machen wir jetzt? Also ich sag, ich finde den schon sehr schön, aber vom Gutschein hätten wir beide was. Nur wenn ich auf den Gutschein gehe, gehst du auf den Zipper. Würdest du, wenn ich dir 100 Euro gebe, mir den geben? Ja, für 100 würde ich es machen. Ja. Würdest du? Ja. Du wirst jetzt 100 Euro für den Hoodie zahlen? Wie viel kostet er? Der wird 137 kosten. Dann ja. Ja? Mhm. Machen wir? Ja. Wartet, du willst eigentlich einen Gutschein, gell? Scheiß drauf, ich gebe dir den Gutschein und du kriegst den Hoodie geschenkt von mir. Das war's. Dass du 100 Euro, ja, safe, da hast du den Gutschein. Nein, wirklich jetzt? Ja, hundertprozentig. Das war so nice von dir, dass du einfach 100 Euro so zahlen würdest. Schenke ich da. Wirklich jetzt? Ja, gerne. Bist du ehrlich, der Beste. Gerne. Bist der Beste. Viel Spaß damit. Danke. Nice. Ja, danke für den, viel Spaß mit deinem Gutschein. Sehr geil. Viel Spaß damit. So ein Ehrenmann, oder? Top. Bisschen Gänsehaut. So ein cooler Typ. Freut mich sehr. Ganz viel Spaß, den hast du wirklich verdient. Sehr nice. Damit haben wir noch ein Shirt, oder? Ja, ein Asozial, ich komm. Bitte zu mir. Und ja, du auch. Wir haben nachher noch was, gell? Das ist nicht das letzte Shirt, ich habe da noch zwei. Wir machen ein neues Video. Wie heißt du? Niklas, servus. Grüß dich, wie heißt du? Toko. Toko? Ja. Wirklich? Ja, also mein Spitzname, okay. Ah, okay, und wie ist dein Vorname? Tornike. Ja, Toko klingt nice eigentlich. Ihr kennt die Spielregeln? Ich habe wieder mal einen Cent verloren. Du kriegst einmal einen Euro und du einen Euro. Wir haben den, ich habe den. So. Es gibt noch ein Off-White-Shirt in schwarz. Magst du das kurz herwerfen? Dankeschön. Das ist das Ding. Cavaggio Design, also eins von den älteren Modellen. Ja, kennt man ja. Wie gefällt dir das Shirt? Sehr gut. Hättest du es gerne? Ja, schon. Okay, du? Ich auch. Also ich würde es auch gerne tragen. Gut, das heißt, beide wollen das Shirt. Gutscheine gibt es halt auch noch. Das fand ich besser als das Weiße, deswegen. Ah, top. Das heißt, das ist genau dein Modell, was du gerne hättest. Ja, und ich glaube, es wird mir auch gut fitten, also von der Größe her. Ich denke auch, L geht sich aus. Toko, vielleicht ist das dein Tag. Ja. Vielleicht kann ich ja die Mitleidskarte spielen. Also meine Jordan 4 wurden gestohlen letztens erst. Wo? Ich hatte Training und danach waren sie halt weg. Wo trainierst du? Almandom. Klingt schon so gefährlich. Aufpassen. So heißt es. Wer auch immer das war von euch, gebt die Schuhe zurück. Ja, wär gut. Ja. Und das waren halt meine Lieblingsschuhe eigentlich. Deswegen. Das waren seine Lieblingsschuhe, ja. Die Lieblingsschuhe vom Toko. Gebt es zurück. Bitte. Vielleicht schafft man das. Ja, ich hoffe mal. Ich hoffe auch. Ja. Würdest du dich auch freuen, wenn du seine Schuhe zurückbekommst? Ja, aber... Ist dir eigentlich wurscht, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, das haben wir fast gedacht. Also die Schuhe wissen wir nicht, aber wegen dem Shirt können wir was machen. Was machen wir da? Ja, ich würde dir halt 50 Euro geben oder man kann sich darauf einigen, wie viel. Ja. Ich würde eigentlich auch Geld dafür zahlen, damit ich es trage. Ja, wie viel? Weil ich würde 60. Also 60. 10. Jetzt direkt auch bar, wenn du willst. 80. Guck mal vor, wie bei eBay Kleinanzeigen. Oder ihr spielt Schere, Stein, Papier. Das wäre lustig. Das Shirt gewinnt. Genau. Ja, passt. Ich muss meine Hand machen. Okay, passt. Hoffentlich. Was war das? Okay. Der macht es irgendwie so komisch langsam. Deswegen macht man auch ein Geräusch während dem Spiel, wisst ihr? Schere, Stein, Papier zum Beispiel. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, perfekt. Das heißt, du gibst den einen Cent und du gibst den einen Euro. Ja. Na gut. Dann könntest du mir es natürlich verdeckt geben. Ja, wenn er jetzt natürlich ein Arsch ist, gibt er einen Cent und du kriegst gar nichts. Was macht er? Na, er ist ein Ehrenmann. Er gibt den einen Euro. Somit ist das dein Shirt. Da Dankeschön. Bitte schön. Und weil ich auch ein Ehrenmann bin, kriegst du noch einen Gutschein. So, danke. Bitte danke. Gerne. Freunde, das war's von Off-White oder Off-White. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Freitag MEM-Job. Holt euch ein Produkt. Wir haben extra ein bisschen mehr produziert. Es soll auch länger halten. Und schaut's vorbei. 19 Uhr, seid am Start. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich wieder. In diesem Sinne, Freunde, das war's von den Jungs und Mädels. Danke fürs Mitspielen. Und das war's von mir, euer Maximilian. Top, perfekt.